Einige Geschichten sind auch nach mehrmaliger Betrachtung unglaublich. Man liest und hört von ihnen, erfährt unzählige Details, findet neue Betrachtungswinkel und doch kann man sich keinen Reim auf das Geschehene machen. Eine solche Geschichte beginnt kurz vor Mitternacht am 2. August 2006, als ein Notruf bei der Polizei von Washington D.C. eingeht. What's wrong, ma'am? We had someone that was in our house, evidently, and they stabbed somebody. Okay, somebody's inside the house now? I don't know, we heard. Are they bleeding? You see someone bleeding? Someone is bleeding in our house. Okay, where's they bleeding from? I think in the stomach. In the stomach? Is he cautious? Calm down for me. I'm gonna send some help, okay? Female or male? It's a male. He's a friend of ours. He's spending the night with us. Okay. Die Stimme des Anrufers gehört Victor Zaborski und der erstochene Mann, von dem er erzählt, ist sein Freund Robert Eric Wohn. Robert wird die Nacht des 2. August nicht überleben. Er mordet von einer unbekannten Person, die in das Haus eindrang. So schildert es Victor Zaborski aufgelöst am Telefon, während dessen Partner Joseph Price neben dem sterbenden Robert steht. Doch schon bald tun sich Abgründe auf, die berechtigte Zweifel an dieser Darstellung zulassen und dafür sorgen, dass der Mord an Robert Wohn zu einem der rätselhaftesten Fälle der USA wird und bis heute ungelöst bleibt. Mittlerweile wisst ihr ja, dass ich zum Einschlafen immer etwas auf den Ohren brauche. Und seitdem ich BookBeat kenne, sind es in der Regel oder eigentlich immer Hörbücher. Und praktisch ist, dass es eine Schlummerfunktion gibt, bei der man einen Timer einstellen kann, wann das Hörbuch stoppen soll. Man kann die Hörbücher auch runterladen und abspeichern. So kann man sein Handy auch für die gute Schlafhygiene in den Flugmodus stellen. Und immer wenn ich euch BookBeat vorstelle, habe ich einen Buchtipp für euch. Denn mittlerweile gibt es mehr als 800.000 Titel bei BookBeat. Ich höre gerade Soko Erle, der Mordfall Caroline G. von Walter Roth. In dem Buch geht es um den Mord an Caroline G. im Jahr 2016. Die 27-Jährige ist joggen gegangen und wurde dabei am helllichten Tag von einem Unbekannten ermordet. In dem Buch wird aus der Sicht eines Polizeisprechers als Mitglied der Sonderkommission gesprochen und das gibt dem Ganzen nochmal einen anderen Twist und macht es echt mega spannend. Sollte euch das Buch nicht zusagen, könnt ihr natürlich auch einfach auf BookBeat durch die verschiedenen Genres stöbern, einen Titel gezielt suchen oder euch etwas vorschlagen lassen. Und mit dem Promocode Insolito könnt ihr BookBeat für 2 Monate kostenlos testen und in so viele Hörbücher reinhören, wie ihr möchtet. Die Auswahl ist wirklich riesig. Den Link dazu findet ihr auch in der Infobox. Einfach draufklicken und loshören. So, und jetzt zum heutigen Video. Robert Eric Wohn wird 1974 in New York geboren, wo er mit seinen Eltern und seinem Bruder in Chinatown lebt. Er ist ein herausragender Schüler und engagiert sich während seines Public Policy Studiums sozial, wofür er zum Ende seines Studiums sogar ausgezeichnet wird. Insbesondere die Repräsentation der asiatisch-amerikanischen Community ist ihm als Asian American in vierter Generation ein Anliegen. Danach folgt ein zweites Studium. In Pennsylvania studiert er Jura und engagiert sich weiterhin ehrenamtlich. Schon zu Beginn dieses zweiten Studiums lernt Robert seinen Freund Joseph Price kennen, in dessen Haus er Jahre später den Tod finden wird. Im Anschluss an seine Universitätslaufbahn arbeitet Robert für einen Bundesrichter in Pennsylvania und später für eine Kanzlei, in der er sogar mit dem späteren US-Justizminister Eric Holder zusammenarbeitet. Nach einigen Jahren kündigt er seinen Job in der renommierten Kanzlei, um seine Leidenschaft für Jura und soziales Engagement verbinden zu können. Er erhält einen Job bei Radio Free Asia, einem von der US-Regierung unterstützten Nachrichtensender, der sich auf transparente Berichterstattung im asiatischen Raum fokussiert. Robert hat wohl das, was man gemeinhin den perfekten Lebenslauf nennen würde. Und nicht nur in seiner Karriere, auch in seinem Privatleben läuft es gut. 2003 heiratet er seine Frau Catherine Yu, die ebenfalls als Anwältin arbeitet. Mit seinem Freund Joseph hat er über all die Jahre Kontakt gehalten. Er und sein fester Partner Victor Zaborski besuchen auch die Trauung von Robert und Catherine.
Joseph arbeitet als Anwalt und lebt gemeinsam mit seinen Partnern Victor Zaborski sowie Dylan Ward gemeinsam in der wohlhabenden Gegend in Washington D.C. Die drei Männer leben damals in einer polygamen Beziehung. Zunächst sind Joseph und Victor ein Paar, später, etwa 2003, kommt Dylan dazu. Victor ist erfolgreicher Marketingmanager, Dylan ein preisgekrönter Kinderbuchautor, der später auch als Masseur arbeitet. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um etwas genauer auf die familiäre Situation von Victor und Joseph einzugehen. Die beiden werden im Jahr 2000 ein Paar. Zu diesem Zeitpunkt hat Joseph, der als Anwalt arbeitet, bereits einen leiblichen Sohn. Dieser kam zur Welt, nachdem Joseph seinen Sperrmann ein befreundetes lesbisches Paar spendete und den beiden Frauen somit ihren Kinderwunsch ermöglichte. Dem gleichen Paar spendet ein paar Jahre später auch Victor Spermien. Zwar sind beide Kinder von dem lesbischen Paar adoptiert, dennoch nehmen Victor und Joseph regelmäßig an Schulveranstaltungen der Kinder teil, besuchen ihre Geburtstagsfeiern und begleiten sie zu sonstigen Freizeitaktivitäten. Von den beiden Söhnen wird Joseph Dad und Victor Papa genannt. Als die beiden ein Haus im Wohnviertel Capitol Hill in Washington beziehen, vermieten sie ein Apartment im Haus an einen Freund. Als dieser auszieht, übergibt der bisherige Mieter die Wohnung an dessen Freund Dylan Ward. Doch Dylan ist für Victor und Joseph schon bald mehr als nur ein Untermieter. In Polizeidokumenten wird später zu lesen sein, die drei Männer bezeichnen sich selbst als Familie und beschreiben ihre Beziehung als polygam. In den Dokumenten ist jedoch nur eine Rede von einer sexuellen Beziehung zwischen Joseph und Dylan, nicht aber zwischen Dylan und Victor. Victor beschreibt Dylan als einen der liebsten Menschen, den er je getroffen hat. Und so ziehen die Männer dann auch zu dritt in das Haus in der Swan Street ein. Im Kellergeschoss, in einem eigenen kleinen Apartment, lebt Sarah Morgan, eine Freundin der Familie. Am 2. August 2006 arbeitet Robert bis spätabends im Radiosender. Er absolviert an diesem Tag zunächst einen Fortbildungskurs, der bis etwa 21 Uhr am Abend geht. Da er also ohnehin lange in der Stadt sein wird, möchte er anschließend seine Kollegen aus der Nachtschicht bei Radio Free Asia kennenlernen. Die Büroräume des Radiosenders befinden sich zentral in Washington. Robert wohnt mit seiner Frau Catherine jedoch etwas weiter außerhalb in Oakton. Um nachts nicht mehr zurückfahren zu müssen, fragt Robert eine Freundin, ob er bei ihr schlafen kann. Diese Freundin sagt jedoch ab, sodass Robert seine Freunde Joseph und Victor fragt, ob er bei ihnen schlafen könne. Die beiden sagen zu. Es wird Roberts erste Übernachtung bei Joseph und Victor sein. Und auch seine letzte. Nach dem Fortbildungskurs telefonieren Robert und Catherine noch einmal miteinander. Er berichtet ihr, der Kurs sei gerade zu Ende gegangen und er werde sich nun auf den Weg zur Radiostation machen. Das Gespräch beenden die beiden mit den Worten: Gute Nacht, ich liebe dich. Gegen 21.40 Uhr kommt er bei Radio Free Asia an und verbringt wie geplant einige Zeit mit seinen Kollegen. Um 22.24 Uhr ruft Robert bei Joseph an und sagt ihm Bescheid, dass er sich nun auf den Weg zu ihm und Victor machen würde. Wie genau Robert den etwa 2 Kilometer langen Weg zum Radiosender zu Josephs Haus in der Swan Street zurückgelegt und wie lange er dafür gebraucht hat, ist nie abschließend geklärt worden. Mit einem Taxi könnte Robert innerhalb von ungefähr 8 Minuten an der Adresse in der Swan Street angekommen sein. Gegen 23.49 Uhr geht dann der Notruf ein, von dem ihr zu Beginn dieser Folge einen Ausschnitt gehört habt. Das gesamte Telefonat zwischen Victor, Josephs Partner, der den Anruf abgesetzt hat, und der Frau von der Notrufzentrale dauert knapp 7 Minuten. We need an ambulance. Ma'am, listen to me. He's not conscious. He's not conscious at all. No. We need someone right now. Is he breathing? Listen to me. Calm down. I'm going to help you, okay? Is he breathing? I'm upstairs. And he's downstairs. I don't know. Okay, who's downstairs with him? My partner is downstairs with him right now. He told me to go upstairs and call the police immediately. Nur etwa 90 Minuten, nachdem Robert Vaughn seinen Arbeitsplatz beim Radiosender verlassen hat, liegt er also schwer verletzt im Haus seiner Freunde. Victor sagt während des Telefonats, er wisse nicht, wer Robert angegriffen habe. Er und Joseph hätten jedoch das Türsignal gehört. Sowohl die Vorder- als auch die Hintertür des Hauses von Joseph und Victor geben beim Öffnen oder Schließen ein Läuten von sich. Eben dieses Geräusch hätten sie gehört. Danach Schreie von Robert.
Die Mitarbeiterin der Notrufzentrale rät Victor, man sollte Handtücher auf Roberts blutende Wunden pressen. Victor entgegnet, dass Joseph dies unten bereits tun würde. Weiter leitet die Mitarbeiterin Victor an, nach unten zu gehen, um den Sanitätern die Tür öffnen zu können. Daraufhin entgegnet er, er habe Angst, nach unten zu gehen, da er nicht wisse, ob der Einbrecher noch im Haus sei. What time is it? What time is it at the moment? Yes. 23:54. It's 11:54, ma'am. 11:54. Yes. I mean, I'll stay on the line with you. I will stay on the line until somebody gets here, okay? I won't hang up. We need them right now. I'm not hanging up, but we need help now. Wie versprochen bleibt die Mitarbeiterin der Leitung, bis der Rettungsdienst beim Haus von Joseph und Victor eintrifft. Als die Sanitäter ankommen, sehen sie Victor im Bademantel auf der Veranda stehen. Als sie ihn fragen, was genau passiert sei, ist Victor derart aufgelöst, dass er kaum eine klare Antwort geben kann. Er sagt ihnen, im ersten Stock habe sich ein Messerangriff ereignet. Als die Sanitäter hinaufgehen, begegnet ihnen Dylan Ward, der Partner von Joseph und Victor, der gerade das Badezimmer im ersten Stock verlässt. Sie fragen auch ihn, was geschehen sei. Dylan, der ebenfalls einen Bademantel trägt, zeigt wortlos auf eines der Zimmer auf der Etage und verschwindet dann in seinem eigenen. Als die Sanitäter das Zimmer betreten, sehen sie Robert Wone, der auf einer ausgezogenen Schlafcouch liegt. Neben ihm sitzt Joseph Price. Auf dem Nachttisch neben der Schlafcouch liegt ein blutverschmiertes Messer. Außerdem Roberts Uhr, sein Handy und sein Portemonnaie. Das Verhalten von Joseph fällt den Erstversorgern als merkwürdig auf, denn der Mann steht auf und stellt sich wortlos in eine Ecke des Raumes. Der auf dem Schlafsofa liegende Robert trägt eine kurze Sporthose und ein graues Shirt seiner Universität. Wie seine Frau später bestätigen wird, ist dies seine übliche Schlafkleidung. Außerdem trägt er seine Knieschiene, die er stets kurz vor dem Einschlafen einlegt. Im Oberkörper hat Robert 3 Stichwunden. Eine davon so groß, dass ein Finger hineinpassen würde. Jedoch ist nicht allzu viel Blut zu sehen. Nur ein paar Blutspritzer befinden sich auf dem Kissen und dem Bettlaken und einige Flecken auf einem weißen Handtuch, das vor dem Sofa liegt. Die Sanitäterin, die mit ihrem Kollegen als erstes vor Ort war, wird später sagen, sie hätte den Eindruck gehabt, Robert sei geduscht, neu angezogen und im Bett platziert worden. Auch fällt ihr auf, dass Joseph, Dylan und Victor alle Bademäntel tragen, als hätten sie gerade geduscht. Als die Sanitäter vor Ort ein EKG durchführen, ist keine Herzaktivität mehr zu beobachten. Und so wird Robert Eric Wone um 0.25 Uhr am frühen Morgen des 3. August im Krankenhaus für tot erklärt. Keiner der 3 zum Zeitpunkt des Mordes im Haus anwesenden Männer will Roberts mutmaßlichen Mörder gesehen haben. Weder Joseph, der in Roberts Schlafcouch saß, noch Victor, der den Notruf absetzte, noch Dylan, dem die Sanitäter auf dem Weg aus dem Badezimmer begegneten. Dennoch beharren alle 3 darauf, ein Einbrecher müsse sich Zutritt zum Haus verschaffen und Robert ermordet haben. Die Polizei stuft alle 3 Männer schnell als potenzielle Verdächtige ein. Vor Ort kommuniziert Joseph mit der Polizei. Später sagen die Beamten, er habe dabei sehr ausweichend und arrogant gewirkt. Dennoch bestätigen alle auch in späteren Verhören den Tagesablauf, den die Polizei rekonstruieren konnte. Nur Stunden nach dem Verbrechen werden sie getrennt voneinander befragt. Und tatsächlich passen ihre Aussagen nahtlos zusammen. Die Bewohner des Hauses in der Swan Street stellen den Abend des 2. August 2006 wie folgt dar. Um etwa 22.30 Uhr sei Robert bei ihnen angekommen. Joseph, Robert und Dylan hätten in der Küche noch ein Glas Wasser getrunken und kurz Smalltalk gehalten. Victor, der gerade von einer Geschäftsreise zurückgekehrt war, habe schon im Bett gelegen. Robert sei dann duschen gegangen und habe sich schlafen gelegt. Diese Schilderung passt auch dazu, dass Robert in seiner Schlafkleidung und mit seiner Knieschiene gefunden wurde. Dylan habe sich ebenfalls in sein Schlafzimmer auf der 2. Etage, auf der auch Robert schlief, zurückgezogen. Dort habe er noch etwa 5 Minuten gelesen und danach eine Schlaftablette genommen. Kurz darauf sei er eingeschlafen. Tatsächlich wird später in Dylans Zimmer eine Zeitschrift mit einem aufgeschlagenen Artikel gefunden. In diesem Artikel ging es um das Thema Tod im eigenen Haus. Neben dem Artikel ist eine Zeichnung von William Shakespeare in seinem Bett abgedruckt. Er soll darauf in einer ähnlichen Position liegen wie Robert, als er gefunden wird. Victor und Joseph seien unterdessen in ihr Schlafzimmer auf der 3. Etage gegangen. Zu diesem Zeitpunkt sei es etwa 11 Uhr abends gewesen. Joseph und Victor seien später durch den Signalton der Tür geweckt worden.
Während sie zunächst vermuteten, es habe sich bei der Person, die hereingekommen sei, um ihre Untermieterin Sarah Morgan gehandelt, die ja das Kellergeschoss bewohnte, hätten sie kurz darauf dreimal hintereinander ächzende Geräusche gehört. Daraufhin hätten sie sich vorsichtig die Treppe heruntergeschlichen. Auf den Treppen hätten sie einen anderen tiefen Schrei gehört. Und daraufhin hätten sie Robert entdeckt, jedoch keine weitere Person sehen können. Auf Roberts Bauch habe ein Messer gelegen, das aus dem Messerblock der Küche des Hauses stammt. Joseph habe es auf den Nachttisch gelegt. Victor sei nach oben gegangen, um die Polizei anzurufen, wie er es auch in dem Notruf schilderte. Joseph habe ein Handtuch auf Roberts blutende Wunden gedrückt und auch Dylan sei aus seinem Zimmer gekommen. Trotz der Einnahme seiner Schlaftablette sei er durch die hysterischen Schreie von Victor aufgewacht. Im Wesentlichen schildern sowohl Victor und Joseph als auch Dylan ein stimmiges Szenario, wonach Dylan erst aus dem Zimmer gekommen sei, als Joseph und Victor bereits bei Robert waren. Sie räumen auch ein, dass Dylan rein theoretisch zuerst hätte da sein müssen. Sein Zimmer liegt schließlich auf der gleichen Etage wie Roberts. Jedoch würde sich unmittelbar über Dylans Zimmer auch die Klimaanlage befinden, wodurch die Geräusche verschluckt oder anders geklungen haben und ihn weniger in Alarmbereitschaft versetzt haben können. Doch obwohl die Erzählung der drei übereinstimmt, bleibt die Polizei misstrauisch. Ist es wirklich möglich, dass ein Einbrecher in das Haus eingedrungen ist und Robert ermordet hat? Oder befand sich der Mörder vielleicht die ganze Zeit über im Haus? Denn wie soll sich der mutmaßliche Eindringling ohne nennenswerte Einbruchsspuren Zutritt zu dem Haus in der Swan Street verschafft haben? Dylan Ward erklärt gegenüber der Polizei später, Joseph sei nochmal kurz nach draußen auf die Terrasse gegangen, als die beiden mit Robert ein Glas Wasser in der Küche getrunken hätten. Joe ging noch kurz nach draußen, weil er eine Spinne oder etwas ähnliches auf der Lampe gesehen hatte. Tatsächlich gelangt man von der Hintertür in der Küche aus direkt auf die Terrasse. Es wäre also möglich, dass Joseph nach draußen ging, um die Spinne zu entfernen oder dergleichen, und dann vergaß, die Tür wieder abzuschließen. Doch kann das reichen, um die Einbrecherthese zu untermauern? Schon während der ersten Befragung hegt die Polizei Zweifel an der Einbrecherstory. Nicht nur lassen sich am Haus keine Einbruchsspuren finden, auch wurde nichts gestohlen. Dylan wird noch am Morgen nach dem Verbrechen für 12 Stunden befragt, Victor 8 Stunden. Joseph muss sich für 6 Stunden den Fragen der Ermittler stellen. Während des Verhörs sagt er: "Ich kenne Victor und Dylan besser als meine eigene Mutter. Nie im Leben hat irgendjemand Robert etwas angetan." Die Ergebnisse der Autopsie werfen ebenso wie die Aussagen der drei Verdächtigen Fragen auf. Tödlich für Robert waren zweifelsohne die drei Stiche. Einer traf sein Herz, einer seinen rechten Lungenflügel und einer seinen Magen. Oft sind fatale Stichwunden naturgemäß unsauber, doch Roberts Verletzungen sind sauber und symmetrisch. Er hat auch keine Abwehrverletzungen. Laut Gutachten wurden Robert alle drei Stiche mit demselben Messer zugefügt. Alle sind etwa 4 bis 5 Inches, also ca. 10,4 bis 12,7 cm tief. Das Messer, das neben Roberts Leiche gefunden wurde, ist jedoch etwas länger, nämlich etwa 14 cm. Deswegen schlussfolgert die Gerichtsmedizinerin, dass es sich bei dem gefundenen Messer gar nicht um die Tatwaffe handelt. Denn jemand mit einem Messer, dessen Klinge länger ist als die Wunde tief, drei genau gleich tiefe Wunden zuzufügen, ist sehr unwahrscheinlich. Zwei andere Sachverständige sagen innerhalb des späteren Prozesses aber aus, man könne nicht ausschließen, dass die Wunden doch durch das Küchenmesser, das am Tatort gefunden wurde, entstanden seien. Zusätzlich findet die Gerichtsmedizinerin auf Roberts linken und rechtem Augenlid jeweils kleine petechiale Blutungen. Diese entstehen, wenn der betroffenen Person die Luft abgedrückt wird, etwa durch Strangulation oder Ersticken. Und es gibt weitere merkwürdige Entdeckungen bei der Obduktion. Vor seinem Tod wurden Robert an 6 verschiedenen Stellen mehrere Nadelstiche gesetzt. An der Brust, dem rechten Fuß und der linken Hand, sowie 3 an der linken Seite seines Halses. Roberts Leichnam wird daraufhin toxikologisch untersucht und auf mehrere Substanzen geprüft. Doch es findet sich kein Treffer. Die Herausforderung bei einer solchen Untersuchung ist, dass die Wissenschaftler genau wissen müssen, nach welcher Substanz sie suchen.
Im Fall Robert Vaughn bleibt ihnen nur übrig, Robert Vaughn auf gut Glück auf verschiedene Substanzen wie Beruhigungsmittel oder Amphetamine zu testen. Doch alle Testergebnisse sind negativ. Das Haus von Joseph, Victor und Dylan wird nach Drogen untersucht. Das Einzige, was man finden kann, ist Ecstasy. Ansonsten lassen sich bei ihnen keine Hinweise auf etwaige Substanzen finden. Diese Nadelstiche könnten der Schlüssel zu der Frage sein, weshalb Robert keine Abwehrverletzungen hatte. Möglicherweise könnte er durch Injektionen betäubt worden sein. Dann wäre es völlig logisch, dass er sich nicht wehrte. Gleichzeitig werden bei der Autopsie innere Blutungen in Roberts Magen festgestellt. Daraus kann man schließen, dass sein Verdauungstrakt noch intakt war, als er starb. Auch das spricht für eine Betäubung. Ein letztes merkwürdiges Detail der Autopsie: in Roberts Genital- und Analbereich wurden Spermien gefunden. Diese gehören jedoch nicht zu einer weiteren Person, sondern stammt von ihm selbst. Erst bei späteren Untersuchungen können durch Chemikalien weitere kleine Blutspuren an den Wänden, dem Boden, der Tür und der Schlafcouch festgestellt werden. Zumindest ist das die Vermutung der Ermittler, denn das aufgetragene Mittel reagiert nicht nur mit Blut, sondern mit Proteinen. Außerdem wird es später im Prozess heißen, das Mittel sei falsch aufgetragen worden, sodass sich nicht endgültig beweisen ließ, dass es sich bei den Flecken tatsächlich um Blutspuren handelte. Die Blutspuren, die auf dem Kissen und dem Laken gefunden wurden, passen laut eines Gutachtens auch nicht zu Roberts Verletzung. Wie wir wissen, schildern Victor, Joseph und Dylan unabhängig voneinander, es müsse am späten Abend des 2. August einen Einbruch in das Haus in der Swan Street gegeben haben. Der Einbrecher sei in das Haus eingedrungen und habe Robert erstochen. Dabei müsste er unter anderem einen 2,40 Meter hohen Sicherheitszaun passiert haben. Laut ihren Aussagen seien deshalb keine Einbruchsspuren zu sehen gewesen, weil Joseph die Tür nicht verschlossen hatte, nachdem er die Spinne auf der Terrasse entfernte. Der Einbrecher müsste in der Küche eines der Messer aus dem Block genommen und sich dann geräuschlos über die Holztreppe auf den Weg in die mittlere Etage gemacht haben. Dort wäre er als erstes am Zimmer von Dylan vorbeigekommen. Er hat aber nicht dort Halt gemacht, sondern wäre weiter zu Roberts Zimmer gegangen und hätte ihn dort erstochen. Dabei hätte der Einbrecher nicht nur in der mittleren Etage, sondern vor allem im Erdgeschoss viele Wertgegenstände ignoriert. Auch erklärt die Theorie des Einbruchs die merkwürdigen Autopsieergebnisse nicht. Dazu kommen noch die Eindrücke der Sanitäter, denen das Verhalten der drei Männer merkwürdig vorkam. Auch Monate und Jahre nach dem gewaltsamen Tod von Robert Vaughn glaubt die Polizei nicht an die These eines Einbrechers. Vielmehr vermuten sie, der Täter habe sich die ganze Zeit über im Haus befunden. Oder besser gesagt, die Täter. Im Oktober 2008 wird Dylan Ward wegen Behinderung der Justiz verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, Beweise und den Tatort manipuliert zu haben. Doch Dylan bleibt bei der von den dreien vorgetragenen Einbruchstheorie. Im November werden auch Joseph und Victor verhaftet, die ebenfalls nicht von ihren Darstellungen abweichen. Darüber hinaus werden die drei Männer von Catherine Vaughn, Roberts Witwe, zivilrechtlich auf 20 Millionen Dollar verklagt. Dabei werden die drei nicht direkt wegen Mordes angeklagt, sondern vielmehr deshalb, weil sie Schuld an dem Tod von Robert tragen sollen. Beinahe zeitgleich werden sie auch strafrechtlich wegen Verschwörung, Behinderung der Justiz sowie Manipulation des betreffenden Tatorts angeklagt. Wie bereits angesprochen, glaubt die Anklage nicht an den Einbruch. Stattdessen verfolgt sie den Ansatz, Robert Vaughn sei während eines aus dem Ruder gelaufenen Sexualdelikts getötet worden. Immer wieder steht die Theorie im Raum, Robert sei vielleicht auch an Männern interessiert gewesen und hätte an diesem Abend Sex mit einem der Bewohner des Hauses gehabt. Dabei sei die Lage dann eskaliert. Doch die Ermittler können keine Anhaltspunkte dafür finden, dass Robert entsprechende Neigungen gehabt hätte. Auch wurde er mit seiner Knieschiene im Mund gefunden, was dafür spricht, dass er entweder schon geschlafen hatte oder im Begriff war, dies zu tun, als er angegriffen wurde. Doch da sind eben auch die Spuren von den Nadelstichen,
und die nicht vorhandenen Abwehrverletzungen an seinem Körper, die aus der Sicht der Anklage ein Anhaltspunkt dafür sein könnten, dass Robert vor seinem Tod betäubt und sexuell missbraucht wurde. Aus den Dokumenten geht hervor, dass Joseph und Dylan in einer dominant unterwürfigen sexuellen Beziehung zueinander gestanden hätten, was laut der Anklage ein wichtiger Punkt in diesem Fall sein könnte. In Dylans Schlafzimmer werden diverse Utensilien für SM-Sex gefunden. Darunter nicht nur Fesselmaterialien, sondern auch ein Elektrostimulationsgerät, das durch elektrische Impulse Ejakulation herbeiführen kann. Und dieses Gerät könnte die Spermaspuren an Roberts Körper erklären. Die Ermittler vermuten nun, Robert könnte betäubt und dann an eben dieses Stimulationsgerät angeschlossen und schließlich ermordet worden sein. Die Verteidigung stellt jedoch den Antrag, die Sexspielzeuge nicht als Beweismittel zuzulassen, da sie erstens nichts mit dem Fall zu tun hätten und sich zweitens negativ auf die Rezeption von Homosexuellen auswirken könnte. Tatsächlich gibt es keinen wirklichen Beweis dafür, dass etwaige Spielzeuge an Robert benutzt wurden. Außerdem ist es nicht unüblich, dass Körperflüssigkeiten wie Urin oder eben Ejakulat nach dem Tod eines Menschen in kleinen Mengen vom Körper abgegeben werden. Die zuständige Richterin gibt dem Antrag auch statt, womit die Anklage einen wichtigen Faktor für ihre These verliert. In Dylans Schlafzimmer wird auch ein Besteckset gefunden, bestehend aus einem Löffel, einem Trangiermesser und einem etwas kleineren Messer, wobei letzteres fehlt. Bei einem Abgleich eines identischen Bestecksets stellt die Polizei aber fest, dass das fehlende Messer tatsächlich zur Tiefe von Roberts tödlichen Stichverletzung gepasst hätte. Die Sanitäterin vor Ort hatte ja den Verdacht geäußert, Robert wäre möglicherweise nach seiner Ermordung geduscht, neu angezogen und dann auf die Schlafcouch gelegt worden. Das passt zu einer weiteren Spur, auf die die Ermittler vor Ort stoßen. Auf dem Boden vor der Couch liegt ein zusammengeknülltes weißes Handtuch, auf dem sich Blut von Robert befindet. Joseph und Victor hatten behauptet, Joseph hätte mit diesem Handtuch versucht, Roberts blutende Wunden zu stillen. Doch tatsächlich sehen die Flecken auf dem Handtuch laut den Untersuchungsergebnissen viel eher so aus, als habe man eine blutige Klinge daran abgewischt. Zudem schlagen Leichenspürhunde der Polizei vor Ort an einem Wäschetrockner sowie am Abfluss der Terrasse an. Auch das würde dafür sprechen, dass der Täter sich die ganze Zeit im Haus in der Swan Street befunden haben muss. Die Darstellung der Anklage legt nicht genau fest, welcher der drei Beschuldigten den Mord an Robert letztendlich begangen haben soll. Der Tatort soll nicht die Schlafcouch, sondern ein nicht näher definierter anderer Ort im Haus gewesen sein. Nach Roberts Tod hätten Victor, Dylan und Joseph Roberts Körper auf das Schlafsofa gelegt und durch die Präparation des Handtuchs und das Bereitlegen des Küchenmessers versucht, einen Einbruch vorzutäuschen. Die echte Mordwaffe sei das fehlende Messer aus Dylans Besteckset gewesen, das bis heute nicht gefunden wurde. Dann hätten die drei ihre Version gegenüber der Polizei einstudiert und den Notruf inszeniert. Auch wenn das alles relativ schlüssig klingt, werden Dylan, Joseph und Victor freigesprochen. Zwar hält auch die Richterin die Einbrechertheorie für höchst unwahrscheinlich, doch die vorliegenden Indizien reichen schlichtweg nicht aus, um die drei Männer strafrechtlich zu verurteilen. In der Zivilklage durch Catherine Wone wird eine außergerichtliche Einigung zwischen Roberts Witwe und den drei Männern getroffen. Einzelheiten darüber sind jedoch nicht bekannt. Damit bleiben Victor Zabowski, Dylan Ward und Joseph Price bis heute auf freiem Fuß. Wichtig bei der Betrachtung beider Theorien sind die Zeitangaben dieses Abends. Wie wir wissen, kam Robert frühestens gegen 22.30 Uhr bei Joseph, Victor und Dylan an. Der Notruf ging um 23.49 Uhr ein. In diesen knapp 79 Minuten muss Robert also tödlich verletzt worden sein. Der Zeitrahmen könnte mit der Theorie der Anklage übereinstimmen. Wären da nicht Daten auf Roberts BlackBerry-Handy? Denn laut eines Ermittlers, der das Gerät gesichtet hat, wird am 2. August um 23.05 Uhr über das Handy eine Mail an Roberts Frau Catherine geschrieben. Darin steht, er sei gerade duschen gewesen und würde sich nun schlafen legen. Um 23.07 Uhr wird eine weitere Mail verfasst, die an seinen Arbeitgeber Radio Free Asia geht und eine Verabredung für ein Mittagessen bestätigt. Die beiden Mails seien zwar verfasst, jedoch nie versendet worden. Eigentlich wird der US-amerikanische Secret Service damit beauftragt, eine Sicherheitskopie der Gerätdaten zu erstellen. Doch erst nach einer Zurücksetzung des Geräts fällt ihnen auf, dass die Daten nie gespeichert wurden. Und damit gehen auch diese Beweismittel leider verloren. Wenn man aber annimmt, dass es diese Nachrichten wirklich gegeben hat und es Robert gewesen ist, der die beiden Mails auf seinem Handy verfasst hat, dann würden zwischen der zweiten Mail und dem Notruf gerade einmal 42 Minuten liegen.
Das Zeitfenster, in dem ihm etwas zugestoßen sein muss, würde also noch weiter zusammenschrumpfen. In dieser Zeit hätten Victor, Joseph und Dylan nach der Version der Anklage Robert betäuben, missbrauchen und ermorden, ihn dann entkleiden, duschen und wieder anziehen müssen und sich gemeinsam auf eine einheitliche Version des Tathergangs, den sie gegenüber den Ermittlern wiedergeben, geeinigt haben. Das klingt schon nach wenig Zeit, muss man ehrlicherweise sagen. Es könnte aber natürlich auch sein, dass diese Nachrichten im Kalkül verfasst wurden. Also, Robert war schon tot und einer der drei hat diese Nachrichten eingetippt, weil sie wussten, dass bestimmte digitale Spuren später eine Rolle in ihrem Fall spielen würden. Wenn einer der drei wirklich der Mörder wäre, dann hätten sie nicht nur bei den digitalen Spuren akribisch gearbeitet, sondern hätten auf jegliche Details geachtet. Robert hatte ja seine Knieschiene an, diese hätten sie ihm anziehen müssen. Und das wäre wirklich schon sehr weit in die Zukunft gedacht. Außerdem müssten sie den Tatort in dieser Zeit auch komplett gereinigt haben. Sollte es tatsächlich so innerhalb von gerade einmal 42 Minuten, beziehungsweise vielleicht auch 79 Minuten passiert sein, kann man wohl sagen, dass das Verhalten aller mutmaßlich Beteiligten auch über die Tat als solche hinaus außerordentlich kühl und kalkuliert gewesen sein muss. Es könnte aber auch sein, dass diese Tat schon im Vorhinein geplant wurde. Also dass sie Robert Vaughn extra zu sich eingeladen haben. Das sind aber natürlich alles nur Spekulationen. Im Laufe der Ermittlungen gerät übrigens auch eine Person in den Fokus, die bisher unerwähnt blieb. Michael Price, der jüngere Bruder von Joseph. Nur wenige Wochen nach dem Mord an Robert soll Michael, der ein starkes Drogenproblem gehabt haben soll, gemeinsam mit einem Komplizen das Haus ausgeraubt haben. Also das Haus in der Swan Street. Beide Männer werden festgenommen. Bei diesem Einbruch werden zahlreiche Wertgegenstände entwendet. Darunter auch elektronische Gegenstände wie Laptops, die eigentlich noch von den Ermittlungsbehörden hätten konfisziert werden sollen. Unter anderem daran soll es übrigens auch gelegen haben, dass keiner der drei Männer genug belastet werden konnte, um angeklagt zu werden. Dazu, ob diese Datenträger jemals wieder aufgetaucht sind, gibt es leider keine Information. Wieder einmal sind wir am Ende des heutigen Videos über einen, wie ich finde, wirklich schockierenden Fall angekommen. Es ist sehr tragisch, dass ein engagierter Mann wie Robert Eric Vaughn auf solch eine sinnlose und rätselhafte Art ermordet wurde. Und noch erschreckender, dass mindestens eine oder auch drei Personen damit davongekommen sind, beziehungsweise vielleicht davongekommen sind. Mich würde wirklich interessieren, was ihr von dem Fall haltet und ob ihr glaubt, dass die drei etwas mit dem Mord an Robert Vaughn zu tun haben. Leider werden wir wohl nie erfahren, was genau Robert Vaughn zugestoßen ist, es sei denn, eine der beteiligten Personen entscheidet sich eines Tages, sein Wissen zu teilen. Sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst gerne einen Like, Kommentar und oder Abo. Das unterstützt den Kanal wirklich ungemein. Und aktiviert auch gerne die Glocke, denn so bekommt das Video kurz nach dem Upload viel Interaktion und das ist wichtig, damit das Video Leuten vorgeschlagen wird, die Insolito noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zukommen. Bis zum nächsten Video. Ciao.